Markus, Dino traut sich nicht. Wir machen hier einen Distanzring für den Poolablauf. Material ist ein 15er PVC. Werkzeuge sind alles Einschneider, 2 mm, 4 mm und 6 mm. Aber ich warte immer die Nacht die Maschine abseits. Fertiges Ringchen. So bringe ich es nicht raus. Also auf, dann drehen wir das rum. Dann können wir das mit dem Messer ein bisschen raustrennen. Ja, die Stege waren schon wieder ein bisschen klein. Ne? Also ich habe irgendwie das Mango, ich mache alle Stege zu klein. Jetzt habe ich weniger Arbeit hinterher. Ja, entgraten darfst du, ich gebe dich nichts an. So, hast du noch ein anderes Bauteil irgendwie greifbar? Ja. Also Film und Schaffe ist echt ein Problem. Und so schaffe, dass man nicht im Weg steht. Ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit gewartet, dass du dir die Finger schneidest. Ja. Hätte man live gemacht, Blut auf Laufen. So, jetzt haben wir hier unseren Ring. Zoomen wir ein bisschen raus. Gut. Machen wir kurz ein bisschen sauber hier. Die wird auf der Maschine putzen. So, und darauf kommt dann dein lustiger Ring. Also der wird in den Bodenablauf eingeklebt. Und zusätzlich noch verschraubt. Und dann kommt er hier oben drüber. Weil das Betonwerk mir ein bisschen zu viel geliefert hat, muss ich jetzt 16 mm höher kommen. Du musst es anders formulieren. Du konntest den Rand nicht vollkriegen beim Beton reinleeren. Nee, die hatten über. Die hatten über. Aha, okay. So, schön gemacht. Euer Micha Blustin. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, liken, teilen, kommentieren, kommen Sie vorbei, kaufen Sie eine Maschine, seien Sie glücklich. Oh Gott, unser Diener immer. Habt Spaß, ciao.